Wir wären da im zweiten Spiel gegen Rhino Gaming. Ich verrate jetzt nicht, was wir im ersten Spiel gegen Rhino Gaming gemacht haben. Ich tue jetzt das zweite Spiel allein kurz kommentieren, dass es nicht so lang gegangen ist und dass wir das sicher als Team nicht nochmal anschauen. Das erste Spiel werden wir als Team sicher nochmal anschauen und zusammen kommentieren. Ihr seht bei der Rhino, der Fimo auf dem Invoker, anscheinend sind sie sehr gut Invoker. Dann haben wir noch Venge, einen Gyrocopter, einen Witchdi und Offlane, einen Batrider. Wir selber sind aufgestellt mit auf dem Graber haben wir den Viper. Der Käsi ist sein allbeliebter Faceless Void Offlane. Macht er sehr gern eigentlich. Dann haben wir noch den Grizzly als Juggernaut. Ich mit Disruptor und dann haben wir den Flaviolo noch mit dem Pugna. Ja, Anfang ist eigentlich nicht wahnsinnig spannend gewesen. Wir hatten einfach einen, glaube einen normalen Runenaustausch gehabt. Und hat dann relativ gesittet zu und her. Ich glaube, kein Team hat da etwas wollen probieren mal zu reissen, sondern wirklich einfach das zu holen. Da haben wir die erste Idee-Wort, ist nicht vom Tau gesehen worden, aber vielleicht haben sie es gemerkt, dass da wir schon Uphill Vision haben. Sie selber haben auch ein Wort gesetzt, genau. Unser Jungle ist schon ein bisschen verwartet und den Wort habe ich gesucht, aber boah, knapp nicht getroffen. Der ist gut gesetzt. Setzt an der Box an, wie man da ein bisschen setzen kann. Man kann mit dem Wort nicht alles abdecken, vielleicht hätte man hinten alles stellen müssen. Dann hätte ich den sicher gehabt, aber wenn sie da vorne einen platziert haben, dann habe ich den natürlich nicht. Und zwei brauche ich dann auch ein bisschen viel. Und dann Seitenbord, das sind natürlich uns gesehen, der Support. Wir tun dann eigentlich gerade von Anfang an den Bad Rider ein bisschen Outzone, ein bisschen Damage draufhauen und schauen, dass er zu keinen Levels bekommt. Im Käse passiert ein bisschen das Gleiche. Er ist gerade runtergesprungen, weil er selber auch nicht auf der Lane kann stehen bleiben. Und ja, der Gyro wird am Anfang relativ viel Platz hat zum Farmen und der Juggernaut auch. Das heisst eigentlich, bei beiden Teams muss man sich ein bisschen gleich ausgleichen. Carries können farmen. Supports sind ein bisschen rumlümmeln. Und vielleicht mal ab und zu ein Stack machen. Ja, da bin ich halt nur mal am Schauen, ob sie bei den Wagen gleich finden. Aber es sieht schlecht aus. Ein kleines Stack daneben da gemacht. Was man den mal noch will farmen. Vielleicht nicht immer die beste Idee gegen Bandrider, weil wenn die Lane ein bisschen früher gepusht ist, kann er den Stack relativ einfach holen. Ja, für den Resi läuft es auch nicht relativ einfach. Es ist immer noch Level 1 und kommt eigentlich nicht zu Levels. Probiert irgendwie ein bisschen in Aperance zu kommen. Haut ein bisschen ab, aber es sieht nicht so gut aus. Da muss er schon wieder abhauen. Wow, schon mal knapp. Ich werde gerade drunter holen. Viper. Dem L geht es eigentlich relativ gut. Ist vielleicht auch nicht so schwer mit dem Viper gegen den Invoker. Sie denke eine gute Lane sein, hat Bottle relativ früh. Invoker kommt sie erst noch über und kann eigentlich gut farmen. Game Stats machen wir Less jetzt und Denies vielleicht am Anfang. So. Sieht noch nicht wirklich spektakulär aus. Käse immer noch Level 1, hat noch nicht so viel Erfahrung bekommen. Die Lane ist halt auch relativ weit hinten. Bei uns glaube ich gleich und auch der Bad Rider der hat noch gar keine EP. Ist doch ein bisschen im Stack, aber kann mit Level 1 natürlich nichts holen. Egal was, ja, ich glaube sogar zuerst einen Napalm gelevelt. Vielleicht mit Firefly, aber auch ohne Napalm und nur mit Firefly. Ist auch relativ kritisch, um da überhaupt etwas zu farmen. Darum können unsere Carries bei einer Seite ein bisschen farmen. Und der Käse ist da hinten gestorben. Ist da ein bisschen hinten weggesprungen. Stimmt, das erste First Blood. Fast nicht zu vermeiden gewesen. Und er ist immer noch Level 1 und tut jetzt halt da Trips. Wir farmen das Heavy Camp. Aber es ist eigentlich immer noch gleich ausgeglichen. Der Batrider hat immer noch gar nichts. Also Juggernaut kann gut farmen. Dann die Mitte. Sieht dann schon langsam gut aus, wie die Vipers ist. Level 4. Voka auch. Kann relativ gut
Farmen gegen den Invoker. Der Invoker selber kann nicht gut farmen. Was schon relativ wichtig ist. Aber eigentlich ein relativ ruhiger Anfang. Invoker hat einen Ring auf Basilus gemacht. Interessant. Hat der sogar an, also das heisst, es pusht ein bisschen führen. Was auch immer das, das möchte bringen, zum Führen pushen. Und, Invoker trifft schon mal seine Combo. Aber mit den Invis-Runen hätte er weg können. L bleibt, glaube ich, da, hat noch volle Bottle und dann kann er das gut da vorne behalten und farmen. Bald Level 6, Invoker, ja, etwa auch gleich auf. Der Gyro kann hier gemütlich farmen, ohne Problem. Und der Spot ist ein bisschen am Jungle. Das gleiche, der Bad Rider hat jetzt Level 2, kann natürlich mit Napalms Zeug stacken. Und abfarmen. Also ohne Level 2 wäre es also kaum nicht Firefly, nichts gewesen. Aber so mit diesen Stacks ist es einigermaßen möglich. Ist natürlich schon noch relativ EP, aber auch da Käseball Level 3. Immer noch relativ ausgeglichen. Dragonaka gut farmen, hat Powerjets. Viel mehr. Und der Viper ist Level 6. Invoker noch nicht ganz. Es ist ein Scan da, ob ein Gang von der Seite kommt. Ich glaube nicht. Mit gemütlich da weiterfahren. Hat natürlich immer ab und zu einen Hit auf den Invoker. Zum Stressen, zum ein bisschen Outzonen. Und vor allem mit dem Bottle hast du mit dem Viper völlig Mana. Also am Anfang zum deinen Poison Attack ein bisschen zu spammen. Jetzt sehen wir da. Zwei können wir gesmoked die. Und Viper geht gerade durch, um die Drohne holen. Natürlich perfekt verwünscht. Weg. Ja, sieht schon nicht wahnsinnig gut aus für so. Wir haben jetzt da 2-0 hinten drin. Läuft auch nicht viel mehr. Und ja, der Exchange ist natürlich noch nicht wahnsinnig. Wir haben ein bisschen mehr Farm gehabt. Sind einfach durch. Der Kill hat jetzt ein bisschen zurückgehalten, aber eigentlich sonst, ja, es läuft im 100er Bereich und wir haben auch mehr EPK. Und sind jetzt eigentlich auch wieder eben aus. Das heisst, wir haben besser gefarmt, die anderen haben Kills gemacht. Pfff, das hätte nicht so eine Rolle. Da, der Camp wird natürlich blockiert oder so, dass der Fessel es nicht farmen kann. Und Mitte hat es einen Kill gegeben. Die Viper mit dem Disruptor zusammen, ja. Ist eingesetzt noch der Glimps? Alles Mögliche. Gut. Ja, oben fängt es an zu pushen. Mit Gyro. Verständlich, mit ein bisschen Nutzen und der Casbock kann es verteidigen. Unten dran ist auch schon ein bisschen abpushen, der Taus. Also wirklich beide Seiten ziemlich gleich viel Schaden drauf. Und der Gyro hat die Rocket gelevelt. Level 1, natürlich einfach für den Stun. Jetzt sieht es für die Viper gar nicht so schlecht aus. Sie hat jetzt mit in den Kill bekommen, hat schon mal Facebook, wo sie sich ein bisschen mobiler macht und sich kann bewegen. Ja, den Disruptor sieht man natürlich da hinten rumlaufen. Da haben sie es schon mal gut gemacht. Und unten dran wird schon recht gepusht. Juggernaut kann man eigentlich relativ stark pushen. Drei Punkte ist Blade Fury. In Healing Ward. Und einmal Stats Shooter. Gut, der Tower wird fallen. Gibt ein bisschen mehr Space für den Juggernaut. Und das sieht wieder ein Kill auf Mitte aus. Ja, der ist gar nicht gut.
Da kommen auch die anderen zwei Supports, aber viel spät. Das ist der Invoker halt Zeit vorne gsi und mit dem Disruptor kannst du etwas relativ schnell bestrafen. Ja, und es sieht nach einer guten Mitte aus, 1400. Das heisst, wir hätten schon mal ein bisschen Item Progression auf den Viper. Sieht es mit dem Netwerf aus? Boah, die zwei Kills sind gerade ein bisschen Gold gegeben. Wir können auch besser farmen, schon über 2,5. XP auch, 1000 darauf. Und der Gyro hat es viel wollen. Hat Baseless Coin. Aber, Exchange für einen Carry, für einen Offlaner. Lohnt sich nicht. Lohnt sich da wirklich nicht. Juggernaut hat natürlich auch nicht eine Freeform. Gyro hat sich jetzt gerade die Position ein bisschen verspielt, indem er so zu weit führen gegangen ist. Und es gibt einen Mech auf der Viper. Macht sie natürlich mega, also tanky und ja, sie kann relativ lang auf der Lane stehen. Braucht natürlich viel Mana auf der Viper, so einen Mech schon um zu aktivieren. Was ein bisschen knapp ist, aber sollte lange. Das ist auch gut fürs Team. Ein sehr schneller Mech, natürlich so 250er Heal am Anfang, ist massiv. Spürt man massiv mehr als später. Und am Anfang macht das mega viel los, so ein Heal. Jetzt sieht es aus, wie wir eigentlich auf allen Lanes ein bisschen farmen können. Top, Mitte. Und sie farmen da gerade ein bisschen Stacks, sie sind da natürlich gut gestackt. Das ist natürlich gut für den Gyro, dass er jetzt mal genau holen, was er verpasst hat. Und der Gyro hat rechte Last jetzt bekommen, ja. Geht jetzt da mal auf das Yasha, wird zuerst ein Sentient Yasha gehen. Mann, da wird er nicht so viel können anfangen. Da ein weiter Dive. Und da kommt ein Witch hier. Da habe ich gerade so Glimps, weil schlussendlich ist nicht klar, was für ein Follow-up da ist. Und Flavi ist ein bisschen low. Und ein paar Spells sind draußen. Also sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben den Tower geholt. Das ist momentan unsere Strategie, eigentlich relativ schnell Towers holen und so wirklich in Gold und in den Item wirklich vorausgehen. Schafft man eigentlich wirklich, jetzt haben wir noch wieder 3000 mehr Networth. XP haben wir meistens nicht viel mehr. Aber meistens mit dem Gold, wenn wir Towers holen, ist das natürlich ein Boost für das ganze Team. Und so kommen wir mal wirklich auf mehr Gold, obwohl der Gyro da eigentlich ganz gut farmt, obwohl er gestorben ist, hat natürlich Stacks bekommen. Schauen wir kurz mal auf Networth. Das ist gesagt, ist aber mit der Viper im Gleichstand. Aber er ist sicher noch nicht ins Hintertreffen gekommen, hat mit den Stacks halt schon ein bisschen etwas rausholen. Ist logisch, der Invoker probiert auch den Mid-Tower zu holen, das gibt ihm viel, viel mehr Space. Und wir wollen Top holen, ein bisschen aggressiver Lane-Ward. Das ist noch praktisch, da siehst du. Aber mit Lane und noch ein bisschen Jungle, also wir sehen eigentlich das ganze Movement von Rhino Gaming. Spielen da eigentlich plus minus relativ safe. Und ja, wir sind das vierte. Wir sehen natürlich, dass der Bad Rider gekommen ist. Und der Smoke haben wir nicht gesehen. Der Smoke war gut gewesen, den hätten wir können sehen. Und wir stehen da vorne und denken, dass natürlich niemand dumm ist, wenn wir einen Lane Ward haben. Und da kommt der Bad Rider rein. Der verwischt mich gut und Corona gut gesetzt, ich bin gestorben, ich habe Sunstrike unten und den Gyro Ult bekommen, aber sie haben natürlich jetzt alles eingesetzt, könnte die nachher nicht mehr einsetzen, um uns slowen und uns Damage hier drücken und nur für mich allein. Das ist jetzt nicht so gebracht, schade für die Chugger Jumps, sind alle auf die Creeps nachher gegangen. Ich glaube die Lane haben wir nicht so früh erwartet, aber es ist gleich da lieber zurück und den Tower holen, weil der ist jetzt frei und da ist jetzt natürlich nicht schön.
Der hat ein bisschen safe müssen raus. Und da ist natürlich ein Gratis-Kill für uns. Da ist natürlich schön. Und da geht ein Gratis-Kill. Natürlich der Chaga mit dem schönen Kätzchen. Das ist extrem wichtig, sonst kann man da nicht spielen. Und es sieht jetzt relativ gut aus. Wir haben zwei Heroes mit recht gutem Network über den anderen. Der Gyro Magnanheben und der Invoker ist halt wirklich in Arbeit gekommen. Macht den Midas, um nachher später das wieder hochzuholen. Dass er irgendwo auf dem Niveau kann bleiben kann. Wir haben hier schon einen Network über 5000 mehr. Ich glaube aber XP werden wir sicher nicht wahnsinnig drüber sein. Ja, gleich 2,5. Jetzt teilen wir uns wieder auf zum Farmen, dass wir nicht das Ganze verlieren. Wenn man nur fightet, dann kann man dort je nachdem verlieren, wenn man gar nicht mehr farmt. Aber. So. Stehen wir relativ gut. Und der Chaga kann weiter farmen. Sie jaschen wie. Ich glaube, zuerst das Manta auf dem G, dann hat er relativ hohes Movement Speed. Und kann sich auch aus gewissen Sachen ausperchen. Kleiner Smoke. Wo an, dass man immer weg gehen. Vielleicht wenn man auf die Lane schauen, was hat. Der Grizzly und der Asker gehen later gehen relativ gut mit dem Viper. Und da hätten wir uns das also böse können verlieren. Können wir uns ein bisschen safer daraus raus, kommen wir zurück. Dann noch eine Ulti zum Defen, dass sie sicher nicht reinkommen. Und der Heal von Flaviolo ist relativ gut. Sieht, dass er vom Maledik nicht den ganzen Schaden überkommt, weil der Maledik bezieht sich auf den Schaden, den er bekommen hat. Und so hat er natürlich mehr Heal. Und dann kommt er weniger Damage über. Gut, jetzt ist eigentlich das ganz einfach. Sie haben alle Ultis eingesetzt. Gyro Ulti ist draussen. Witchy Ulti ist sogar auch draussen, glaube ich. Und. Das Lasso sowieso. Das heisst, wir können pushen. Das, was wir gerne machen. Unser Network dann nachher noch ein bisschen vergrößern. Und sie können eigentlich nichts machen. Sie macht es eigentlich geschickt. Ist da Sila, anstatt die irgendwelches Chrono jetzt laufen, dann sie. Ist den Tower überlassen und selber farmen. Aber halt mit einem Tower selber kommen wir wieder relativ gut mit dem Network. Sie probiert da mit Ja zu pushen. Und das bestrafen wir natürlich. Jetzt sind sie zu viel wollen. Da der Safe für den Invoker, das war gut gewesen. Das lohnt sich, einen Invoker zu safen, aber die Venge wird sterben. Und Bad Rider haben wir zurückgelimst. Ja. Zwei für niemand und Tower können wir auch noch die neue. Das war eigentlich relativ gut gewesen und. Ja, es hat auch wieder ein Network-Vorteil für uns. XP, ja, haben wir auch noch ein bisschen mehr. Und jetzt sind wir halt dann schon relativ mehr. Sieht es vielleicht noch nicht ganz. Aber schon relativ höher. Und wir holen uns natürlich schon wieder den nächsten Tower. Hat natürlich auch einen guten Push. Haben zwar Net-Attacks sind noch nicht relativ hoch auf der Viper. Der hat doch nachher noch viel Tower-Schaden. Aber der Chaga Druck ist eigentlich noch relativ gut im Push. Wir holen uns da gemütlich ein paar Towers. Oder haben das Gefühl. Und jetzt machen sie eine gute Aktion. Wir laufen hier in den Kokosnuss rein. Aber können natürlich mit einem schönen Disruptor Ulti noch ein bisschen besuchen. Beide aber Maledikt drauf und sterben so. Hätte für uns schlechter können rauskommen, aber ist natürlich ein guter Fight für Rhino. Er hat dort wieder was gut gemacht. Wieder was können zurückholen. Also sicher nicht so ein schlechter Move für sie gewesen. Da war noch ein Network vorher gewesen und der geht jetzt wieder ein bisschen runter. Durch den Teamfight. Seht ihr gerade, Rhino hat eigentlich gar nicht so schlecht gewartet. Sie sind relativ viel von unserem Movement. Ich bin aggressiv. Aber nicht so viel Worts, weil wir halt eigentlich relativ selber am Drucken sind und sie eigentlich generell sind. Gut, auf der Viper haben wir den Mech schon länger. Das sieht nach einem Axe aus. Und der Käse baut den Adderlands. Adderlands ist, finde ich, mir gefällt es relativ. Davy hat zuerst nicht gecheckt, was mit dem Ring of Health soll. Sonst hat er gedacht, macht das Vanguard. Und ja, Vanguard auf dem Käse, auf dem Faceless ist mässig lässig, würde ich sagen.
Weil der Schaden, den du bekommst, tust du ja eh wieder heilen. Und wenn du einfach weniger Schaden bekommst, ja, bringt es mir fast nichts. Du bist ein bisschen tankier, ja. Aber Adelance vergrößert Time Walk. Und mit dem Adelance zusammen hast du natürlich irgendwie schon 875 Range. Und das ist natürlich dann schon. Nicht ganz Blinkdistanz, aber du brauchst nachher fast keinen Blink mehr. Und es macht eigentlich auch so, dass er keinen Blink braucht, macht einfach einen Netherlands und kann dann natürlich alle 6 Sekunden kann umgehen. Kannst du Chrono kann auch weiter casten, also es ersetzt eigentlich den Blink. Du kannst es so rechnen: einmal 200 auf Time Walk und einmal 200 auf der Chronosphere und dann bist du auch schon bei über 1000 Range mehr. Und wir pushen gerade weiter. Nutzt eigentlich die Situation, wo man eigentlich besser dasteht. Ist ein bisschen gefährlich, weil wenn wir hier einen Teamfight jetzt kassieren, ist es nicht wunderbar für uns. Aber wir haben eigentlich guten Heal, wir haben Tower Damage, wir haben den Mech und sind jetzt einfach mit den Items mäßig und mit den Levels voraus, Level nicht wahnsinnig, aber itemmäßig sicher und könnt da wirklich ein bisschen pushen. Holen uns da mal schon den ersten 4-3 Tower. Und da geht ein paar Ultis. Chrono. Disruptor Ulti und Lasso, den Bad Rider holen wir nicht mehr. Aber wir können uns da den Tier 3 holen und wenn da ein bisschen weiter pushen. Leider gestorben mit dem Disruptor. Schöner Sunstrike. Probieren hier einen Rex holen, einen Melee Rex, aber das hat nicht ganz gelangt. Und statt da noch drei Feiden, entscheidend müsste dafür zum Zucker, aber wenn wir alle relativ low sind. Und der Buyback vom Invoker ist natürlich da gewesen. Der wirft dann natürlich auch nochmal weiter runter. Teilen wir uns wieder auf zum Farmen, und es ist logisch, dass nachher nicht ins Hintertreffen kommst, weil das probieren sie jetzt auch wieder. Ein bisschen aufteilen, farmen, alles nachholen, was sie verpasst haben. Und Invoker hat eigentlich etwas mäßig ein bisschen aufholen, natürlich auch mit seiner Midas und ein paar Kills. Wo der Rest dann nachher relativ abfällt und was eigentlich halt wirklich schweres Gewicht fällt, ist der Bad Rider. Hat jetzt immer noch kein Four-Stuff. Der wäre relativ wichtig auf ihn. Wenn jemand will catchen, muss er den gerade rausziehen. Weil wir sind auch relativ mobil und mit dem Faceless Void können wir ihn eigentlich gut abwehren. Laviola, da mal wieder Anti geworden. Und das könnte man eigentlich einen Rost machen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir den Moment rostet. Glaube noch nicht. Und es sieht nach einem Regroup aus. Krone ist in 20 Sekunden ab. Chago Ulti ist in 10 Sekunden wieder ab. Und die anderen sind auch alle Ulti ready. Also wir groupen wieder ab und probieren es zu pushen. Radiant's top tower is under attack. Wir wollen hier Mitte pushen, weil die Creeps davon sind. Der Käse geht zurück, den Push aufzuhalten und dann sind wir halt nur noch das Vierte dran. Aber ich glaube, wir probieren jetzt zu pushen. Nicht. Smoke ready. Aber wir sind aufgeteilt. Doch, wir versammeln uns hier oben und wenn du oben nicht pushst, weil dann der Tier 3 weg ist und es halt gleich erst 22 Minuten im Spiel sind, sind immer einfach gegen den Tower, der jetzt pushen ist. Sammeln uns da zusammen. Sie haben hier gewartet. Haben wir nicht gesehen. Also sehen sie unser Group up und da ist ein Smoke hier. Ich glaube, den Smoke können wir da hinten sehen. Hinter dem Teil dort, wo unser Wand steht. Und mich verwirrt es dann gleich. Ja, sieht nach einem toten Kaktus aus. Der Chaga hat auch Glück gehabt, die haben jetzt gerade Sentry gesetzt, die sehen den. Und sie sind eigentlich mit dem Smoke und Schutz zufrieden, die haben ein bisschen EP und Gold. Aber... Team Serp pusht gleich weiter, ja.
und probiert jetzt da Rexy zu pushen. Dann heisst es ein bisschen Druck aufhalten, dass sie sich gar nicht groß verteilen können und können farmen. Und wir den Lead können behalten. Das ist wichtig, bei so einem Push-Line-Up nicht langsam nachgehen, dass sie dann nachher farmen können. Vor allem nachher mit gewissen Carries können sie sich gut farmen und uns nachher später verrupfen. Wir probieren da wirklich zu pushen und Druck aufzuhalten und es funktioniert mit einer wunderschönen Krone. Drei Leute drin waren. Der Käsebrot verwitzt, aber dafür haben wir zwei von ihnen im Volker und schon wieder im Volker Buyback. Ja, da werft ihn jetzt zurück. Da kann sein, dass ich vorhin das einfach erzählt habe, dass es gar kein im Volker Buyback war, sondern im Gyro Buyback. Aber das war sicher bewerft für einen Offlaner. Käse, zwei Racks und ein Buyback und zwei Kills. Sicher gut gewesen. Jetzt wird es Zeit, glaube ich, zum Rushen. Wir haben ein paar Kills geholt, sie werden sicher nicht probieren etwas zu contesten, dass sie selber ihre Ultis alle rausgehauen haben. Wir können es gut einfach versammeln und rushen gehen. Ohne, dass sie die anderen überhaupt irgendeine Gefahr da sind. Sie machen es richtig, teilen sich auf, farmen. Wir haben da mit Positioning und ein bisschen Warts etwas rauszuholen. Sie haben eine gute Vision über uns. Wir haben jetzt einfach ein bisschen Rush-Warts, dass wir nachher da gut rushen können, ohne dass wir wirklich völlig überrascht werden. Und sie probieren gleich jetzt zu morgen. Wo sie eigentlich. Ja, die Ulti sind sie wieder ab. Wir haben natürlich mehr Heal und alles und das ist glaube ich einfach in dem Moment das Dritte. Sie sind das Dritte nie gegen ein Team, das im Vorsprung ist und wir sind das ganze Team da. Ist vielleicht ein bisschen sehr aggressiv gewesen und das war sowieso der Freipass jetzt gewesen zum Forschen. Und da geben wir einen guten Heal. Damage ist auch rum. Den können wir eigentlich relativ gut und schnell holen. Sie macht einen Sunstrike, um das Ganze zu sehen, aber man bringt es ihnen. Sie sehen, dass wir am Rosten sind, aber sie können gleich nicht hingehen. Vor allem würden wir sie auch noch sehen, wenn sie kommen draussen, sie würden gleich smurfen, aber bringt in dem Moment glaube ich nicht. Gut, jetzt haben wir Sages. Wir sind im Farm. Fertig voraus. Ich glaube für uns Nummer 1. Wir pushen hier. Ja. Netwerf ist gut. XP. Wow, ein Stück voraus nicht wahnsinnig. Aber wir haben, glaube ich, gute Items. Wir haben einen guten Teamfight. Wir haben natürlich mit der Krone und dem Netherboard. Netherboard hat jetzt heute nicht so viel erwähnt. Aber der ist natürlich. Der kann er sitzen. Und den Volker kann hinten da schon seine Spells casten. Aber dann kann er sich nachher selber auch kübeln. Der stirbt gerade sofort. Der hat kein Speaker bei, also das heisst, wenn er nicht erwartet stand, muss er gar nicht viel wollen casten. Das zusammen ist natürlich ein sehr gutes Teamfight-Lineup, wo sie gar nicht reinpushen können. Obwohl sie eigentlich so ein Pick-Off-Team haben, können sie gar nicht hier gegen das Lineup, wie wir es jetzt so bauen haben. Okay, sie setzen die Krone zum Saisonen. Chaga stirbt da, spielt keine Rolle. Und jetzt kommen sie auseinander. Ich habe da gerade den Witch die Ulti abwachen, den habe ich gar nicht gesehen im Spiel. Oh, das ist noch der Fimo, der Invoker. Und natürlich das Team killt. Zweite Rex, wir werden die letzte Rex holen. Und das Spiel ist vorbei. Wir haben uns natürlich riesig gefreut über den Sieg gegenüber von Rhino, weil von unserer Sicht sind sie schon in der Favoritenrolle. Sie haben ja den Polylang gewonnen gegen sogar mein Sanity. Aus dieser Sicht aus haben wir gedacht, so, ja, Rhino ist für uns fast das stärkste Team. Sie haben natürlich ein Standing gehabt. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich nur der Grund. Wir haben wirklich momentan ein gutes Spiel. Spielen gut zusammen. Und ja, wir hatten hier ein relativ schnelles, klares Spiel gehabt. Wir haben unser Line-up gehabt, gewusst, wie wir spielen, was wir spielen. Pushen und einen guten Teamfight machen und dann wieder pushen. Und dann haben relativ früh Druck gemacht, viel Networth vorausgemacht. Nicht einmal zwingend wahnsinnig Levels, ja, jetzt ging der Schluss schon noch. Aber vor allem viel Networth und das hat uns, glaube ich, wirklich gebracht. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen.